Hallo zum heutigen Video, in dem ich euch auf den kommenden Sommer und die zu erwartende Moskitoplage vorbereiten möchte. Weltweit wird viel zur Abwehr gegen Moskitos geforscht und nicht überall auf der Welt kann man sich die guten Chemikalien leisten. Das verlangt Kreativität. Aber kann tatsächlich Skrillex, elektronische Tanzmusik und Bodypainting wirksam vor Moskitostichen schützen? Das zeigen wir in diesem Video. Wenn du eine bestimmte Art von elektronischer Tanzmusik magst, wirst du vielleicht nicht so häufig von lästigen Insekten gestört. Moskitos sind bösartige Insekten, die tödliche Krankheiten wie Malaria, Gelbfieber und das Zika-Virus übertragen. Um ihr Verlangen nach menschlichem Blut zu verringern, untersuchten malaysische Forscher die mögliche Funktion von Musik als Abschreckungs- und Managementinstrument für Gelbfiebermücken. Die Forscher bemerkten Veränderungen in der Art und Weise, wie Moskitos auf Nahrungssuche gingen, ein Opfer angriffen und sich paarten, während sie den Song Scary Monsters and Nice Sprites von Skrillex hörten. Die Forscher entdeckten, dass die Mücken, die Skrillex hörten, seltener zustachen und lästig wurden als Mücken, die die Musik nicht hörten. Auch paarten sich die Mücken weniger häufig, wenn Skrillex spielte. Als wäre das noch nicht verrückt genug, man kann diese Ergebnisse noch toppen, indem man ein Bodypainting im Zebramuster trägt. Zumindest gilt es für Herdentiere. In anderen Experimenten wurde gezeigt, dass die gestreiften Fellmuster von Zebras vor Mückenstichen schützen und dass die Anwendung von schwarz-weißen Streifen auf Nutztieren wie Rindern Mückenstiche verhindern können. Dies stellt eine alternative Methode zur Verteidigung von Nutztieren gegen Mückenstiche ohne den Einsatz von Pestiziden in der Tierproduktion dar. Und vielleicht probierst du es ja selber gleich einmal aus, ob nicht die Kombination die Lösung sein könnte. Trage Kleidung mit Zebramuster und höre dabei die Songs von Skrillex. Wir am Institut für Zoologie forschen an einem Mückenabwehrsystem, das auf die Projektion von ablenkenden Lichtmustern setzt. Darüber berichten wir gerne in einem späteren Video. Bis dahin interessiert dich vielleicht noch das folgende Video.